einen sehen es als Übel, die anderen als notwendige Maßnahme. Der massive Polizeieinsatz am Mittwochabend nach dem Fußballspiel Deutschland-Niederlande. Nicht so groß war am Mittwochabend beim Public Viewing die Besucherzahl von Fußballbegeisterten am Unteren Schloss. Etwas ruhiger ging es auch nach Aussagen der Polizei beim anschließenden Autokorso in der Siegener Innenstadt zu. Die Polizei hatte diesmal Vorsorge getroffen und ganze Straßenabschnitte mit Absperrgittern gesperrt. Die feiernden Fans in ihren Fahrzeugen wurden so praktisch ausgebremst. Die Polizisten waren größtenteils sehr zufrieden mit dem Verhalten der Fußballfans. Ein Unfall mit Sachschaden war dann doch zu beklagen. Während des Autokorsos kam es zu einem Auffahrunfall. Es entstand glücklicherweise aber nur ein leichter Sachschaden. Gegen 23.30 Uhr bildete die Polizei auf der Sandstraße kurz vor der Kochsecke mit Wagenkegeln und Streifenwagen eine Gasse und forderten die Korso-Teilnehmer auf, ihre Fußballbegeisterung mit Hupen, Lärmen und unnötig durch die Gegend zu fahren zu unterlassen. Ohne große Ausschreitungen kehrte dann bereits gegen Mitternacht wieder Ruhe in Siegen ein.